Moin und damit willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und es lag erstmal. Damit zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Play. Leckt das ja. So, es ist bei mir natürlich schon wieder ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es leckt gerade wieder ein wenig. Das tut mir leid. Ja, es ist leider schon wieder ein bisschen länger her, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, irgendwo da hinten war unser Haus. Das war aber direkt am Spawn. Wir wollten ja auf Höhlentour gehen, das weiß ich noch. Daher werden wir Redstone suchen müssen, um einen Kompass zu kaufen, weil ich glaube, es war da hinten, wenn mein Orientierungssinn mich jetzt nicht täuscht. Ich kann mich aber auch täuschen, nur bevor ich was falsch mache. Suchen wir uns da lieber einen Kompass. Und vorher kommen wir natürlich auch nicht nach Hause. Na, da sind wir wieder zurück im Minecraft Let's Play 1.13. Es leckt gerade irgendwie wieder ein Stück weit rum. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das ist wegen den Chunks genau. Da werden wir mal runter auf 16 gehen. Das sollte voll und ganz reichen. Und vielleicht läuft es noch flüssiger. Oder es kommt mir gerade einfach nur so vor. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie ein bisschen unflüssig läuft jetzt gerade. Und ja, ich glaube, wir haben unsere Schlucht gefunden, die wir wollen und wo wir abbauen wollen. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal hier richtig Gas bei der Kohle. Wir nehmen alles mit, was wir finden. Wir können natürlich auch alles gebrauchen, ist ganz logisch. Genau, und so, da fangen wir an. Und da buddeln wir, So, natürlich habe ich dann auch ein Thema mit eingepackt für die Folge. Ist ganz klar. Genau, und zwar möchte ich euch ganz gerne einfach Intros haben, also sprich für die einzelnen Projekte, auch für das Let's Play hier, für das 1.13 Let's Play, aber auch für die anderen Projekte, also für das Minecraft Timoya City Build Let's Play und natürlich auch für die Servervorstellung jeweils einzelne Intros. Ich hatte ja ganz früher ein Intro gehabt, das hat für alles gedient. Das kann ich euch ja jetzt nochmal zeigen. Also Intro ab. Ja, das war mein erstes Intro hier überhaupt auch auf dem Kanal. Das hat auch, ich glaube, schon über anderthalb Jahre war das hier aktuell. Und ja, so, das hatte ich natürlich bis kurz vor, also bis zu meiner großen Pause benutzt. Danach hatte ich dann halt eben, wollte ich dann dieses Intro hier benutzen, was jetzt kommt. Genau, so. Und ja, ach, es wird Nacht, habe ich das Bett dabei? Nein, habe ich nicht. Ach, wir sind ja sowieso in der Höhle. Ja, und danach, ich glaube, da muss ich aber für euch mal dann jetzt die Brightness hochstellen, dann seht ihr nicht viel. Ja, und danach, also was heißt danach, dieses Intro habe ich glaube ich vielleicht bei 2 bis 3 Videos gerade mal verwendet, insgesamt. Ja, mittlerweile habe ich ja immer am Anfang des Videos diese Grafiken drin, wo dann TrausVG steht und wo danach dann halt eben das Video steht, also danach kommt eine zweite Grafik, dort steht dann halt eben das Video, also Minecraft, also Minecraft Let's Play Folge 4 oder sowas halt in der Art, ne? Ja, und das Ganze ganz einfach in den Farben von den Let's Plays. Jedes Let's Play hat bei mir halt eine spezielle Farbe. Genau. So, und das sind ganz einfach meine Intros sozusagen. Und ja, natürlich, mir gefällt das Ganze jetzt nicht unbedingt. Also, ich sag mal, das, was ich momentan mache mit diesem, ja, Farben, also mit was, was da am Anfang kommt, das gefällt mir sogar ganz in Ordnung. Aber so ein standardmäßiges Intro wie das hier würde ich nicht unbedingt noch mal gerne nehmen. Ja, das ist mir ganz einfach zu standardmäßig. Von daher, ganz einfache Frage, vielleicht könnt ihr ja Intros machen. Vielleicht ist ja einer von euch dabei, der ein Intro erstellen kann für dieses Let's Play, für das Minecraft Let's Play. Am besten aber nicht so eins, sondern halt eben ein einzigartiges, was natürlich vielleicht auch für dieses Let's Play etwas zu tun hat, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas machen könnt oder halt eben, ja, sowas gemacht habt oder machen wollt. Ja, könnt ihr mir das ganz einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, das war eigentlich schon das, was ich so sagen wollte. Falls
sich natürlich jemand meldet von euch. Kann ja natürlich auch sein. Ja, weil ich natürlich jetzt nicht so die große, starke Reichweite habe, ne? Ist ja ganz logisch, dass man da vielleicht nicht unbedingt jemanden findet. Werden wir uns dann in den nächsten Folgen vielleicht mal hier im Let's Play selber ein Intro zusammenschustern. Ja, wie das dann sein sollte, das werden wir dann sehen. Ich gebe euch natürlich aber erst nochmal ein bisschen Zeit. Ich würde so sagen, 14 Tage nach Ausstrahlung dieses Videos. Und danach gucken wir mal. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Spitzhacke. Und ja, dann bekommt natürlich jedes Let's Play so sein eigenes Intro. Das habe ich dann so angedacht, damit natürlich auch der Wiedererkennungswert für ein Let's Play vorhanden ist. Daher ich natürlich auch denke, dass diese Grafik am Anfang, ich weiß nicht, also irgendwie, wenn ich mir selber dann nochmal die Videos angucke, nachdem ich sie hochgeladen habe, ich weiß nicht, ich achte da gar nicht so drauf, ne? Und ja, das ist ganz einfach so mein, ja, das bekomme ich irgendwie so mit, sagen wir mal so, ne? Bauen wir hier mal schnell noch die Cola ab. Und von daher möchte ich gerne ganz einfach zum Wiedererkennungsintro für ein bestimmtes Projekt hier auf diesem Kanal haben. Das ist ganz einfach mein Ziel. Ne, genau. So, da bauen wir jetzt hier weiter ab. Haben natürlich schon fleißig Kohle. Das war natürlich jetzt auch unser Gesprächsthema für diese, für die Folge. Ja, ging eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ich kann noch mal kurz was zur Folgenlänge sagen. Und zwar hat sich das natürlich wieder verändert durch meine kleine Pause. Dafür spreche ich euch natürlich jetzt auch, dass es jetzt in den nächsten 2 Monaten keine Änderungen mehr gibt. Hier an meinem Upload-Plan. Das verspreche ich euch jetzt. Und zwar werden wir das so machen, dass also das Let's Play hier kommt jetzt 3-mal wöchentlich. Ich würde euch ja gerne sagen, wann. Ich habe aber gerade schon das Dokument geschlossen, wo ich das draufgeschrieben habe. Ich kann es ja mal kurz öffnen. Das ist dann also so der Upload-Plan für dieses, ja, Projekt. So, öffne dich. So, also am Dienstag kommt Minecraft Let's Play. So, dann am Donnerstag und am Samstag kommt dieses Let's Play. Ja, 3-mal wöchentlich. Daher wird das natürlich jetzt so also relativ oft kommt, also im Vergleich zu den anderen Let's Plays ist das, also so, es kommt dann halt wirklich nur noch das Timolia City Build Let's Play und die Servervorstellung. Das sind jetzt unsere Projekte, die wir haben und oh, Computer, so, ja, das sind jetzt unsere Projekte, die wir hier haben auf dem Kanal. Der Rest ist jetzt weg, sozusagen, was ich da gehabt hatte. Und ja, daher jetzt 3-mal das Minecraft Let's Play. Dann gibt es noch 2-mal in der Woche das ja, City Build Let's Play. Das jetzt habe ich schon wieder geschlossen, sonst hätte ich euch das auch gleich noch mal sagen können. Ich vernichte mal kurz den Zombie. Das war jetzt aber ein starker. Das war jetzt stark. ja. Ah ne, ich hatte es doch noch nicht geschlossen, sorry. Das Sigibit Let's Play kommt halt jetzt immer Mittwoch und Sonntag. Und am Freitag kommt die Servervorstellung und am Montag ist sozusagen Ruhetag hier auf dem Kanal. Das jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt. Also da ist ganz einfach so der Tag, wo mal nichts kommt. Das liegt ganz einfach auch mit daran. Ich baue jetzt erstmal hier das Wasser weg. So, das liegt daran, dass ich natürlich auch Zeit brauche zum ich kann nicht mal laden, merkt ihr das, dass ich natürlich auch Zeit brauche zum Produzieren. Das ist eine richtig, das ist eine Schlucht, die in eine Schlucht geht. Das ist ja schön. Oh, hoppla, habe ich mich jetzt selbst geauert. Ne, ja, da hätte ich natürlich auch Zeit brauche zum Produzieren. Heute ist zum Beispiel Montag. Da produziere ich gerade dieses Video. Das müsstet ihr dann also am Sonntag sehen. Nee, das ist am Samstag sehen, kommt dieses Video. Genau. So.
Und ja, daher kann ich dann nämlich am Montag immer schön produzieren, weil ich am Montag meistens auch am meisten Zeit habe, weil ich mir für Montag nicht viel vornehme und kann da produzieren, schneiden, rendern und ja, für euch natürlich dann hochladen, damit ihr das Ganze dann natürlich auch über die Woche alles sehen könnt. Und ja, das ist ganz einfach mein Plan jetzt. Und ja, ich bin da auch guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Ja, hier Eisen ist natürlich momentan das Wichtigste. Ich sag mal, bei Kohle reicht es, glaube ich, auch erstmal, wenn wir so 3 bis 4 Stacks haben. Da wird man jetzt nicht alles mitnehmen müssen. Ist, denke ich mal, logisch. Ne? Kohle findet man eigentlich mittlerweile überall. Das Wichtigere ist das Eisen oder halt auch Redstone für den Kompass natürlich auch unter anderem. Ja, aber auch so reguläre, also nicht so schnell findbare Materialien. Diamanten werden natürlich auch echt nice. Wäre aber auch schon echt cool, sage ich mal, wenn wir das jetzt schon in den ersten Folgen finden würden. Ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht mal bei Folge 10 angekommen und finden dann schon Dias. Das wäre natürlich schon echt hart. Aber alles machbar, würde ich so sagen. Gucken wir mal. So. Dann wird es hier hinten dunkel. Da oben ist ein Skelett. Hat uns ja, komm her. So. Genau. Ich glaube, das mit dem Inventar wird nur ein bisschen knapp werden auf Zeit. Ich weiß nicht, Schalkerboxen findet man ja hier nicht in so welchen Höhlen. Dafür müsste man ins End gehen. So eine Schalkerbox wäre halt schon echt nice. Oder wir müssen halt gucken, wo wir uns dann halt, wenn wir heimlaufen, Fackelweg machen, also einen Weg aus Fackeln hier zur Höhle und hier irgendwo halt eine Kiste hinstellen, wo wir dann natürlich Items reinlegen und die dann danach halt wiederholen. Daher das Ganze dann doch ein bisschen klein ist, das Inventar. Fällt mir nämlich gerade mal so auf. Genau. So, gehen wir mal hier runter. Hier ist noch Eisen. Eisen ist gut. Ich würde sagen, bevor wir nicht hier 3 Stacks Eisen haben, gehen wir nicht heim. Genau. Oh. So, zum Runtergefallen. Machen wir erstmal den Wasserstrahl wieder den Gar aus. Hier gehen wir dann hoch. So, und da holen wir uns jetzt natürlich das Eisen, ist ganz klar. Für unser späteres Minecart-System. So, da sind wir wieder abgetaucht. Und dann geht es hier nach hier hinten. Hat sich zurück gelohnt, der Weg nach hier hinten. Ja. So, ich habe es, glaube ich, auch schon in den letzten Folgen gesagt. Ne? Natürlich kamen die bei euch noch nicht raus, aber ich will euch nur noch mal dran erinnern. Und zwar, wenn ihr natürlich Gesprächsthemen habt oder halt einfach mal irgendwelche Kommentarfragen, schreibt mir die bitte in die Kommentare. Ich antworte darauf natürlich auch. Schreibt mir unten die unten in die Kommentare, damit ich dann natürlich auch euer Thema mit in den Let's Play Folge reinnehmen kann, weil sonst müsste ich mir halt viele Themen überlegen. Ich werde dann halt über Aktuelles reden, was so momentan hier auf der Welt passiert oder auf YouTube oder halt auch in Minecraft, also so über alles Mögliche. Allerdings würde das halt ein bisschen viel Zeit in Anspruch nehmen, dann halt eben wirklich dort auch die Themen alle rauszusuchen und von daher würde ich ganz gerne dann mit euch dahingehend zusammenarbeiten, dass ihr dann ganz einfach mir die Themen schreibt. Ich beantworte euch diese dann hier in dieser Folge, also in den Folgen von Minecraft Let's Play. Und ja, das ist so der große Plan, sag ich jetzt mal. Die Höhle ist aber schon ganz schön fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut. So, zack. Gehen wir weiter hier hinter. Ich glaube, die ist hier vorne aber auch gleich schon zu Ende. Jetzt bräuchten wir erstmal nochmal neue Fackeln. Dann bauen wir uns natürlich auch nochmal neue Fackeln. Die 2 Sticks lassen wir hier. So, da kann man natürlich auch nochmal wieder Kohle mitnehmen. Ja, ich glaube aber, wir müssen uns auch dann bald schon wieder eine neue Spitzhacke bauen. Nehmen wir hier die Kohle noch mit. Das ist natürlich. Oh, was hat er denn mein Computer heute hier? Macht ja richtig viel. So. Zack, zack. Bam, 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 bam. Kohle, Kohle, Kohle. Ist echt ein großes Flöz, ne? Muss man mal echt sagen. Wie viel hat man denn schon wieder? Ich würde sagen, das reicht aber auch erst wieder an Kohle. Ne, ich will jetzt nicht mehr als 2 Stacks haben.
Und ja, damit würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch natürlich auch ein bisschen gefallen. Und ja, Kommentarfragen in die Kommentare und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bye.